Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ich könnte gerade wirklich scheiße schreien, weil ich habe den Blog gerade schon mal aufgezeichnet. Ich glaube, der ging 15 Minuten lang. Habe aber vorher nicht geguckt, dass meine Chipkarte nur noch 6 Minuten speichern konnte und so hat es irgendwann abgeschaltet. Als ich vorher mich hier hingesetzt habe, im ersten Blog, hat es hinter mir Knack gemacht, habe ich mir die neueste Spider-App auf mein Handy runtergeladen. Das hat sich auch gelohnt. So, aber egal. Keine Wasseranalyse ohne Zufallsbefund. In diesem Fall hier Wasser-Sauerstoff, dazu aber gleich mehr. Fangen wir nochmal kurz bei den Rahmenbedingungen an. Sie haben sich wahrscheinlich den Block zum Filter, zum Teich angeschaut. 45.000 Liter, 17 große Fische, ich schätze mal 150 Kilo Lebendmasse, natürlich Lebendmasse. 700 bis 800 Gramm Futter am Tag. Teich wird alle 2 Stunden circa einmal über den Trommelfilter und über den Patronenfilter ausgetauscht. Ich habe ja gesagt, der Teich steht etwas unter Spannung. Und was den Fischen hier wirklich das Leben aber trotz allem wohlig macht, ist, ich hatte Bernd gefragt, wie viel Wasserwechsel machst du? Dann sagt er, 2-mal in der Woche 15%, das sind 30%. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie 30% Wasserwechsel in der Woche machen, da können Sie auch in gewisser Weise eine leicht unzureichende Filterleistung, Filterkapazität, können Sie damit kompensieren. Ich sage nicht, dass mit Wasserwechsel alles funktioniert, aber in manchen Fällen, so wie hier, ist es wirklich möglich. Und ich sage immer, wer richtig Wasser wechselt, spart sich dadurch den Tierarzt. Hilft natürlich nichts gegen einen eingeschlemmten pathogenen Keim. Aber es hilft ganz massiv gegen viele parasitären Geschichten. Also in der Prävention, nicht wenn jetzt Parasiten drauf sind, dass ich Wasserwechsel mache. Aber wenn die Koi konditionell gut drauf sind, dann können die sich natürlich auch sehr viel besser gegen Keime, Parasiten und Krankheitserreger aller Art zur Wehr setzen. Und der Frischwasserwechsel ist, was die Kondition der Fische angeht, natürlich neben der funktionierenden Filterleistung der wichtigste Faktor. So, dann habe ich Nitrit gemessen, hat er gesagt, Nitrit ist immer bei Null, war auch jetzt bei Null. Er hat zwar heute Morgen, bis auf das bisschen, was ich vorher gefüttert hatte, hat er noch nicht gefüttert gehabt, aber das sieht man, das ist ein uralter Teich, die 700, 800 Gramm ist jetzt auch nicht so viel. Er hat ja auch nicht den allerkleinsten Filter, er hat zwar nur 2,5-3% biologische Filter, Masse, aber man sieht, der Teich hat richtig schön Patina an den Seiten. Er hat in den Rohrleitungen, da habe ich jetzt natürlich nicht reingeguckt, aber das glaubt man nicht, was in den Rohrleitungen da Bakterienrasen dran ist, wo wirklich abgearbeitet wird. Also das funktioniert. Ich bin mir zwar auch sicher, wenn er mal deutlich über ein Kilo hinausgehen würde, würde sich das wieder anders darstellen, aber so wie es heute ist, passt die nitrifizierende Filterleistung. Die Nitrifikationsleistung ist hervorragend. Die reicht da wirklich aus. So, dann habe ich mir Ausgangswasser bringen lassen, dann habe ich vom Ausgangswasser die Carbonathärte gemessen, dann habe ich es im Teich gemessen, im Teich war sie 8 und dann war ich wirklich gespannt, wie wird sie denn im Leitungswasser sein, weil wenn er mir sagt, dass er 2-mal in der Woche 15% Wasser wechselt, dann darf da die Spreizung, also die Differenz zwischen Ausgangswasser und Teichwasser nicht allzu hoch sein. Sie wissen ja, im Teich fällt die Carbonathärte permanent. Die 2 stärksten Faktoren dafür ist die biogene Entkalkung, die Algen die Carbonathärte aus dem Wasser ziehen, daraus den Kohlenstoff ziehen und die nitrifizierenden Bakterien genauso. Weder im Ammonium noch im Nitrit ist Kohlenstoff drin, aber für die Zellteilung brauchen die Kohlenstoff und der wird auch aus der Carbonathärte gezogen. Würde man also in einem Teich überhaupt keinen Wasserwechsel machen, dann hätten sie irgendwann mal Carbonathärte 0 und der pH-Wert bei 6 oder tiefer. Das wäre auch dann irgendwann der Tod der Fische. Aber das wäre die Folge. Und je mehr Wasserwechsel sie machen, desto näher ist natürlich die Carbonathärte des Teichs bei der Carbonathärte des Ausgangswassers. Und tatsächlich, er hat im Ausgangswasser nachher 11, haben wir also eine Differenz von 3. Und das passt eigentlich für so eine Anlage, die ein bisschen unter Spannung steht. Das ist gut. Und trotz Carbonathärte im Teich von 8 haben wir hier einen pH-Wert von 7,6. Woran liegt es, dass er 7,6 hat? Das liegt ganz einfach daran, weil er relativ viele Konsumenten hat, die Produzenten haben tagsüber, wenn er diese 700, 800 Gramm füttert, scheiden natürlich die Koi permanent CO2 aus. Und weil er mit einem Sauerstoffkonzentrator arbeitet und jetzt nicht eine wirklich starke Belüftung hat, weder hier im Teich noch im Filter, wird auch wenig CO2 aus dem Wasser ausgetrieben. Das wissen Sie auch, wenn man stark belüftet, steigt der pH-Wert. Und das kommt daher, weil das CO2, was die Koi tagsüber produzieren oder was auch die Algen nachts produzieren, tagsüber produzieren Algen Sauerstoff oder produzieren nicht, das ist das Abfallprodukt der Photosynthese. Nachts ist CO2 ein Abfallprodukt oder ein Abatmungsprodukt, nicht Abatmungsprodukt, aber ein Produkt, das Algen und Wasserpflanzen produzieren.
Und wenn ich jetzt stark belüfte, dann wird dieses freie CO2 ausgetrieben und das hat einen steigenden pH-Wert zur Folge. Das könnte jetzt sein, wenn ich hier eine starke Highblow reinmache, dann ist der pH-Wert, der jetzt bei 7,6 liegt, innerhalb von ein paar Stunden bei 8 oder 8,1, weil einfach das CO2 rauskommt. Er wollte aber das CO2 im Wasser lassen, ob er es jetzt wollte oder nicht oder wie auch immer. Er hat sich auf jeden Fall auf seinen Sauerstoffkonzentrator verlassen und hat gesagt, okay, darüber kriege ich genügend Sauerstoff rein, dann muss ich auch nicht mehr so stark belüften. Aber das ist jetzt der Zufallsbefund, den wir hier haben. Als ich mein Messgerät reingehalten habe, das kam über die Luft logischerweise ins Wasser, es war es bei 7,5 Milligramm und ist dann aber schlagartig gefallen. Wir haben jetzt morgens gerade mal 6,8, 6,79 Milligramm pro Liter Sauerstoff. Und wohlgemerkt, Bernd hat heute Morgen noch nicht gefüttert, weil er wusste, ich komme erst, während dem Blocken haben wir ein bisschen gefüttert, aber diese Fütterung hat jetzt noch keinen direkten Einfluss auf die Sauerstoffkonzentration und je mehr ich fütter, desto höher ist der Sauerstoffbedarf der Koi, also desto mehr ziehen die aus dem Wasser und desto tiefer fällt der Sauerstoffwert. Und darum könnte es durchaus sein, hätte heute Morgen Bernd schon 250 Gramm gefüttert und die Koi jetzt schon richtig im Aktivstoffwechsel wären. Und zwischen Aktiv- und Ruhestoffwechsel, da kann der Sauerstoffbedarf ums 2-3-fache steigen. Und dann wäre durchaus möglich gewesen, dass hier, und jetzt erschrecken Sie mich, der Sauerstoffgehalt bei 6 oder tiefer wäre. So, dann habe ich zu ihm gesagt, naja Bernd, was hast du denn für einen Sauerstoffkonzentrator? Er sagte, ja, das ist ein uraltes Teil, das habe ich irgendwann mal gekauft. Dann sage ich, ja, lässt du das regelmäßig warten? Sagt er, nee, nie. Und das ist jetzt wieder genau so ein Ding, das ist so typisch für die Koi-Welt. Da werden so Dinger verkauft, häufig auch von Händlern. Den Leuten wird aber nicht gesagt, dass das ein technisches Gerät ist, das regelmäßig gewartet werden muss, dass auch tatsächlich das an Sauerstoff hinten rauskommt, was ich brauche. Mal ganz davon abgesehen, dass dieser drucklose Sauerstoff nicht ganz so einfach in das System einzutragen ist. Es gibt zwar so Inline-Mischer, Beimischer, man kann es in die Ansaugung von der Pumpe machen oder wie es Bernd gemacht hat, in die Druckleitung von einem Rohr, wo es hier zurückkommt, das gucken wir uns nachher gleich an. Aber im Grunde ist es so, dass die Geräte auf jeden Fall mal gewartet werden müssen. Warum? Ganz mal das logische oder das einfache Funktionsprinzip von so einem Sauerstoffgenerator. In der Luft sind 79 Volumenprozent Stickstoff und 21 Volumenprozent Sauerstoff. Jetzt gibt es in dem Konzentrator einen Filter, das ist ein Zeolith, der zieht, wenn die Luft da durchgedrückt wird mit dem Kompressor, zieht es aus der Luft den Stickstoff raus und wenn der Stickstoff draußen ist, nimmt der Sauerstoff den volumenmäßig höchsten Volumenanteil an und der liegt dann bei 90%, manchmal auch bei 92%, je nach Gerät, je nachdem, wie die genau arbeiten. Aber dieses Zeolith ist ein Filter, das wird zwar immer wieder rückgespült und gemacht, aber das ist wie bei jedem Filter, der verbraucht sich einfach irgendwann. Und ich weiß noch, die ersten Konzentratoren, die wir aus der Medizintechnik in den Koi-Handel geholt haben, das war von der Firma Büsch, da waren drei Anzeigen dran, über 90%, unter 80% oder über 80% und unter 70%. Das waren drei LEDs und da konnte man ganz genau ablesen, wann das Gerät gewartet werden muss. Und die Wartungsintervalle waren in der Regel immer so alle Jahr. Wenn man das nicht tut, dann hat man zwar irgendwann mal ein Gerät, das 300, 400, 500 Watt braucht, das aber überhaupt keinen Sauerstoff produziert. Zumindest nicht mehr in dem Maße, wie ich es eigentlich brauchen würde. Und genau das widerfährt hier gerade Bernd mit seiner Anlage, dass er sich darauf verlassen hat, dass ihm das keiner gesagt hat, dass das auch gewartet werden muss. Und jetzt trägt er hier was ein, hofft, dass seine Fische ausreichend Sauerstoff haben. Er macht ja alles richtig, aber in Wirklichkeit ist es, gelinde gesagt, eine kleine Katastrophe, zumindest was den Sauerstoff angeht. Darum kann ich ihm da nur empfehlen, entweder sich jetzt einen neuen Sauerstoffkonzentrator zu kaufen, den alten warten zu lassen oder wirklich auf eine ordentliche, starke Belüftung zurückgreifen, wo man optisch schon sieht, wenn es richtig sprudelt, dann kommt auch genügend Sauerstoff rein. Hat dann natürlich die Folge, dass der pH-Wert etwas höher steigt, aber das würde ich dann gerne in Kauf nehmen. Übrigens, der Christian in Japan, wenn die selektieren, wir haben auch Sauerstoffkonzentratoren, da steht immer so ein Edelstahl-Sauerstoffkonzentrator rum und dieser Edelstahl-Sauerstoffkonzentrator, die wissen das, dass der sich aufbraucht, der nimmt dann immer seine Kippe und hält an seine Zigarette vorne den Schlauch hin und dann sieht er dran, wie stark blau oder wie viel besser die Zigarette dann klimmt, ob der Sauerstoffgehalt noch ausreichend ist oder nicht. Und er hat einmal ein Gerät rausgeholt, da hat er es hingehalten, das war wie Luft. Also da hat jetzt nichts, irgendwie ist nichts blau geworden, die Glut der Zigarette hat sich nicht verändert. So, das ist ein einfacher Trick, das zu testen. Als ich den Block vorher aufgezeichnet hatte, war der Sauerstoffkonzentrator noch nicht am Laufen. Jetzt läuft er seit 10 Minuten. In den 10 Minuten hat sich zumindest im Teich noch nichts verändert. Jetzt gehe ich hier mal in Ausgang, da wo der Sauerstoff rauskommt.
Da geht es jetzt hoch. Normalerweise sollte es da jetzt auf. Jetzt warten wir einfach ganz kurz. Normalerweise müsste es hier beim Sauerstoffkonzentrator jetzt auf 10 oder auf 15 oder 20 gehen. Das steigt aber hier nur ganz langsam auf 7,32, 33, 34. Und ich bin jetzt direkt an dem Rohrleitungsausgang, wo der Sauerstoff eingetragen wird, 734. Also das steigt nicht weiter. Ja. Kurzum, dieses Gerät ist ein Stromnehmer wert, was es frisst. Und ich würde Bernd auch empfehlen, wenn er jetzt mit Sauerstoffkonzentratoren weitermachen möchte, dass er sich für ein anderes Eintragsverfahren entscheidet. Und zwar zeige ich Ihnen mal, ich zeige Ihnen kurz den Konzentrator. Der steht hier hinten. Sieht aus, als würde er heute noch von DHL abgeholt. Ach, ne, jetzt, hier ist er. Ja, also da sieht man schon, dass es nicht das neueste Gerät ist. Da ist zum Beispiel ein Betriebsstundenzähler dran. Und der Betriebsstundenzähler, der sollte wahrscheinlich genau die Aufgabe übernehmen, dass man sieht, wann es wieder zur Wartung gehen muss. Und dann kommt hier ein Luftschlauch und der wird hier in die Rohrleitung mit der stärksten Pumpenleistung eingetragen. Und da drin ist auch noch ein Luftstein, aber ganz ehrlich, das hat nichts mit sehr produktiver und vor allem effizientem Sauerstoffeintrag zu tun. Und weil der nicht funktioniert und nachts die Algen Sauerstoff brauchen, so wie die Koi, möchte ich auch nicht wissen, wie dann nachts der Sauerstoffgehalt hier im Teich eventuell irgendwann mal abfällt. So, jetzt haben wir das auch gelernt. Ich habe den Block zweimal aufgenommen. Mein Handy hat, ich zeige es Ihnen, dass Sie mir glauben, dass ich Ihnen keinen Mist hier erzähle. Sehen Sie meine nagelneue Spider-App? Ja, das ist mein gutes Handy. Ja, jetzt sieht man es. Tot. Also, Sie können gerne mir eins schicken, wenn Sie noch eins haben. Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.